Die Sonne scheint über uns. Powercup. Erster Kontakt zum Haverkamp entstand eigentlich so vor circa 30 Jahren. Bin abends oft hier hingegangen, Musikrichtung Sputnikhalle war genau das, was wir damals gehört haben und wo es immer abends hinging. Man konnte hier lange feiern. Dann habe ich in meiner Studienzeit als Bierlieferant die Sputnikhalle mit Bier beliefert. Und bin somit auch tagsüber mal in Kontakt mit dem ganzen Verein hier gekommen und bin auch an die Besitzer der Sputnikhalle näher rangekommen. Und dann stellte sich raus, da ich auch Mediengestalter und Fotograf bin, dass auch so einige Sachen hier in der Halle zu tun waren. Ich habe hier viele Grafiken gemacht, ich habe hier ein paar Airbrushes an die Wand gemacht und so bin ich eigentlich zum Haverkamp gekommen. Habe hier nach und nach die Leute kennengelernt, habe mit ein paar Leuten hier aus dem Camp auch eine Band gegründet. Viel Musik gemacht zusammen, natürlich die Nächte um die Ohren gehauen, eine gute Zeit gehabt so, und der Kontakt ist halt immer bestehen geblieben. Wenn man in der Kunstszene und in der Kulturszene unterwegs ist, dann trifft man sich immer wieder am Haverkamp mit den Leuten, die hier auch tätig sind. Es ist vielfältig hier, von Künstlerateliers bis Musikveranstaltungen mit allem so und dran. Ich mache zurzeit viel Fotografie, Videografie, Video. Da bietet der Haverkamp immer wieder hervorragende Locations, um Projekte durchzuziehen. Stößt hier immer auf ein offenes Ohr, erhält immer viel Unterstützung von den Leuten, gerade wenn es um kulturelle Dinge geht und das Place to be.